Und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge mit unserem Hamburger Sportverein. Und wir stehen auch vor einem richtig schweren Spiel. Und es geht gegen Real Madrid auf Weltklasse. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem ersten guten Tipp mal, der uns vielleicht etwas bringen tut. Und das geht in den Spieleinstellungen. Da kann man nämlich das Gameplay der CPU nämlich ein wenig feinjustieren, also den sogenannten Schwierigkeitsgrad. Und da habe ich von einem Zuschauer mal Einstellungsmöglichkeiten bekommen, die ich euch natürlich gerne mal zeigen möchte. Hier sind die Gameplay-Anpassungen aller Sprint-Tempo-Antritt etc. etc. Ich denke mal, hier ist es klar, wieso über 50, ne? Weil dass sie häufiger Fehler machen oder so. Und weniger natürlich bei Passgeschwindigkeit ist natürlich klar. Torwartfähigkeit, CPU, auf 52 kannte ich noch nicht. Wusste ich nicht, wieso wir den Torwart jetzt noch stärker machen wollen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht kann derjenige ja nochmal das begründen. Hier genauso das Stellungsspiel, Manndeckung, CPU. Auch hier hat er eine 51, also noch einen besser als vorher. Das ist schon besser, also sie versuchen mehr Regelverstöße, ist jetzt auch nur ein Punkt, also wir haben nicht so krass das verändert, von dem her lässt sich das halt alles noch, ist es alles noch wirklich im Rahmen, ja, wir wollen ja nicht übermäßig das uns wieder vereinfachen, weil dann können wir wirklich wieder auf Profi zurückgehen, wir wollen schon auf Weltklasse bleiben, aber wir wollen es uns wieder so machen, dass wir halt Spaß auch wieder am Spiel haben. Wenn ihr dazu einen Kommentar habt oder irgendeine Meinung, dann könnt ihr die gerne unter dem Video posten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt freuen wir uns auch auf das Europa League-Spiel. Und ich habe Mr. X Aufstellung genommen. Ich werde aber wohl noch den Werner austauschen. Kleber eventuell, aber da muss ich mich überlegen. Da habe ich jetzt auch nur den Jungen mit 63. Wird ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, Werner werde ich austauschen gegen Paulsen, der sich ganz gut gemacht hat. Und wir werden sehr defensiv spielen und ich will jetzt erstmal gegen Real ein 0-0. Das bringt uns auf jeden Fall auch schon tabellenmäßig weiter mit den Punkten. Denn wenn wir jetzt gegen Real auch einen Punkt haben, dann haben wir zwei. Und ja gut, okay, Rom wird, glaube ich, nicht gegen Amsterdam verlieren. Also es wird schwierig, aber auf Weltklasse gegen Real, glaube ich, zu gewinnen, lassen wir uns mal überraschen. Also, wir sehen uns gleich im Spiel. Bis dahin. So, und dann sind wir auch im Champions League oder Champions Cup, wie es ja heißt, hier zu Hause. Real kommt nach Hamburg in die Volksparkstadion. In die Volksparkstadion. Ist auch wieder so richtig gutes Deutschland am frühen Morgen. Und ich kriege jetzt gleich mal wieder einen Anruf, den ich natürlich mal wieder wegdrücken muss, weil immer die Leute genau dann wissen, wann ich gerade aufnehme. Das ist echt kurios, aber nichtsdestotrotz konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Aufnahme, denn die ist wichtig und sehr, sehr spannend. Im Spielerfokus zwei Tore in dem letzten Spiel, Cristiano Ronaldo, natürlich der absolute Superstar bei Real. Mr. Aalglatt, wie ich ihn ja gerne nenne. Und so sieht es dann aus. Ich habe nicht viel geändert. Sakai noch reingenommen auf der linken Position für Ostrolek. Und Leitner habe ich für Ekdal genommen. So, das waren die einzigen. Und Paulsen habe ich oben auf die Seite, auf die Mannschaft aufgestellt. Ja, da sieht eigentlich alles beim Alten aus. Da hat sich, glaube ich, nicht viel. Die Nummer 18 ist, glaube ich, ein bisschen neu. Aber ansonsten ist, glaube ich, alles ganz identisch zu der realistischen Mannschaft oder zu der Mannschaft, die derzeitig aktuell bei Real spielt. So, und ich habe mich dafür die blauen Trikots, das sind diese dritten Trikots von Real, entschieden, denn das zweite Auswärtstrikot ist so ein gräuliches und weiß, ob man das nachher so sehen tut. So, und ich hoffe, wie gesagt, dass sich die Gameplay-Einstellungen zu uns im Vorteil entwickeln. Und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Ich schneide euch das natürlich wieder zusammen.
und dann seht ihr die besten Szenen aus dem Spiel. So, jetzt gehen wir mal hier in der super Situation. Alter, das gibt's doch nicht. Wie konnten wir den dann bitte schön verhauen, Alter? Leid, ne? Eieieiei. Ah, und da wieder eine Situation. Meine Güte, es war schon eben gerade sehr geil gewesen. Und ja, dann war wieder die Reaktion von Traoré nicht so gut. Der Schuss war dann auch nicht so prickelnd. Und ja, hier müssen wir, glaube ich, mal einen auswechseln. Da gucken wir mal, dass wir hier den kleinen Leitner, glaube ich, finden. Der ist nämlich ein bisschen kleiner und auch nicht so effektiv. Aber Casilla kommt da sehr schnell raus. So, wieder eine Möglichkeit. Eieieiei, da war Paulsen eine Sekunde nicht schnell genug. Hier nochmal, ja, Paulsen kommt zwar an den Ball ran. Oh, da haben wir mit Leitner den Ball. Und dann war ich noch auf den Schusspatten drauf und schießt den unkontrolliert wieder zurück in die Menge. Aber es spielt sich schon ein wenig besser. Aber die Pässe, ich bin immer noch so ein bisschen behagt, was damit angeht. So, da wurden wir jetzt mal gefoult. Strauß wurde gefoult von Modric. Und dann gibt es hier die rote Karte in der 32. Minute. Luka Modric. Da regt sich der Toni Kroos nochmal auf. Vielleicht sehen wir gleich nochmal die Situation, wie er da bei Strauß rein. Der holt sich die Karte ja eindeutig von hinten in die Beine. Ja, vollkommen gerecht, dass Luka Modric hier die rote Karte bekommt. Ich glaube aber, das hat jetzt mit unseren Einstellungen nicht viel zu tun. Das macht auf jeden Fall nochmal jetzt richtig Spannung. Wir in Überzahl. Das dürfte doch jetzt mal was werden. Ah, da werden wir richtig gut abgedrängt und können uns den Ball halt nicht mehr besorgen. Und das nächste Spiel in der Bundesliga ist in Wolfsburg. Da müssen wir gegen die Wölfe ran. Also, wir gucken uns aber erstmal dieses Spiel an. Champions League Cup HSV gegen Real Madrid auf Weltklasse. So, wieder eine Situation, aber die Übermacht können wir nicht richtig ausnutzen. Doch, Didis. Ja, gut gerettet hier. Aber es fühlt sich halt immer noch an wie Weltklasse. Ist halt einmal so. Ne? Ist jetzt nicht einfach so, dass man sagen tut jetzt hier, die sind ja jetzt übelst einfach geworden. Tja, und eben gerade noch gesagt, und drin ist das Ding, 0:1, ganz schnell, guckt euch das an, zack, zack, dann machen wir da Raum auf, er geht durch, zack, dann Doppelpass und dann Adler ohne jegliche Chance. Ja, so macht das Real. Sie haben zwar gerade eine rote Karte und dann führen sie, dann versuchen sie so schnell wie möglich auch in Führung zu kommen. Und Claudius Betzemaros geht hier mal ganz stark in Führung und ja, sein erstes Tor in dem Champions League Finale. Also müssen wir jetzt wieder aufholen, liebe Zockerfreunde. Ja, da gibt es jetzt mal die gelbe Karte an Moritz Leitner, der da ein bisschen agil für den Schiedsrichter in den Zweikampf mit Cristiano Ronaldo gegangen ist. Ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Ronaldo wollte ihn sogar aufheben und Moritz wollte da sehr, sehr aggressiv hingehen. Also, gucken wir mal,
Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Wie der Flankenmann geht auf Position, aber die geht ganz weit ins Nichts. Und damit ist die erste Halbzeit schon um. Wir hatten eine gute Position gehabt, eine gute Möglichkeit gehabt und es spielt sich schon ein wenig angenehmer. Es ist immer noch, wie gesagt, Weltklasse und man hat es ja gesehen, Dribbling war halt auch absolut deren Stärke. Und aber ich sehe schon eine gewisse Chance, also die müssen wir jetzt halt nur für uns finden. So, und Luis Holtby kommt jetzt für Moritz Leitner. Ich habe ihn mal lieber vorsichtshalber weggenommen mit der Gelbbelastung. Und ich habe auch die Ausstellung mal ein bisschen geändert. Bin jetzt auf eine 4-4-2 offensive Einstellung. Vielleicht hilft uns die jetzt, das Spiel zu drehen. Ja, und dann haben wir das wieder, es passiert trotzdem, sie können es trotzdem immer noch, auch mit unseren Einstellungen. Wunderbar, wie er sich dort einfach gedreht hat, wie wir nicht an ihm rankamen. James dreht sich einfach um, wir zweimal den Angriff und dann bleibt, glaube ich, Kleber einfach mal so stehen. Und ja, unser Adler ist da ohne jegliche Chance und wir liegen wieder 0-2 hinten. Das müssen wir doch noch irgendwie gedreht bekommen. So, jetzt Traoré hat mal die Möglichkeit. Jetzt geben wir mal ab. Und da ist es drin. Luis Holtby, meine Güte nochmal. Wir machen zu Hause das 1-2. Den Anschlusstreffer endlich mal, fällt auch ein Tor. Und wir können ein wenig unsere Übermacht zu unseren Gunsten ausbauen. Eieiei. Schön gemacht sich dort von Traoré durchgesetzt und dann sehen wir dort die Lücke. Und Luis versetzt das Ding mit angeschnittenen Schuss. Richtig schön. Aber der Torwart ging auch schon wieder in die richtige Richtung. Also es war schon graziös, wie Luis das Ding denn da gemacht hat. Ja, da ist auch mal Lächeln wieder angesagt. Endlich mal wieder ein Tor und jetzt 70. Minute. Wir haben nicht mehr lange Zeit und da geht auch schon der Wechsel los. Und ich würde sagen, hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Wechsel. Und Markus kann, glaube ich, gar keinen rechts. Nee, der muss Zacka darüber. Der kann nämlich beide Positionen. Zweite haben wir jetzt auch schon, dann müssen wir auf jeden Fall noch Tachdides jetzt rausholen und dafür würde ich dann, na, Lobo, der kann nämlich auch ZDM machen. So, nochmal Möglichkeit, aber sie ist weg. So, jetzt mal Ruhe behalten, reingeben, Traoré wird gefoult, aber es gibt keinen Elfmeter. Und die Situationen kommen schon ganz gut, aber Real steht halt sehr, sehr weit hinten. Lässt uns da kaum Spielraum. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, aber Traoré kommt nicht ganz an den Kopfball ran und wir müssen weiter schauen, dass wir nach vorne kommen. Strauß heute hier, ein sehr überzeugender Spieler. Mit sehr viel Durchsetzungsvermögen. Muss man halt einfach mal so erwähnen. Traoré jetzt mal mit dem Schuss und oh, der geht aber knapp dran vorbei. Aber es war die Möglichkeit mal da. Und es ist noch nichts. Ja, es ist noch nichts entschieden. Ja, auch in dieser Situation mussten wir Isco jetzt einfach mal aufhalten. Da hat sich Markus dann natürlich eine gelbe Karte eingefangen, aber es ließ sich halt einfach nicht vermeiden. Isco ist ein super schneller Runner und wenn der einmal erstmal durch ist, dann haben wir wieder ein großes Problem und das mussten wir jetzt einfach vermeiden. Da konnten wir sogar froh sein, dass es nur bei einer gelben Karte geblieben ist. Ja, und dann ist es leider vorbei. Wir konnten das Spiel nicht mehr drehen, es war aber auf jeden Fall schon mal ein klasse Spiel mit sehr vielen Chancen und ja, zum Schluss
hat die CPU wieder das gemacht, was sie immer macht. Sie stellt sich einfach in die Ecke und versucht den Ball zu behalten. Trotzdem, ich glaube, die Einstellungen waren schon recht gut. Man müsste nochmal gucken mit den Anpassungen. Aber ansonsten war das schon alles recht gut. Dass wir hier jetzt natürlich verlieren, es war schon fast abzusehen. Dafür sind wir halt einfach noch nicht ganz so gut eingespielt. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein tolles Spiel. Paulsen leider nicht so gut. Ich muss mich auch ganz ehrlich gestehen, die 5,9 sind auch berechtigt. Denn er hat sehr, sehr viele Schwierigkeiten, halt den Ball während des Anspielens noch zu behalten. Oder halt auch mal im Sprint dann mal den Gegner auszudrippeln etc. Strauß hätte definitiv mehr als eine 6,5 erreichen können. Gucken wir mal. Gucken wir mal. War auf jeden Fall ein tolles Spiel. Wir haben mit dem 1-2 kann man schon voll zu groß. Und da ist es, da ist es. Ajax Amsterdam gewinnt sogar gegen AS Rom. What the fuck, Alter. What the fuck. Haben wir hier nochmal ganz kurz. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Dings. Nein. Wo war es jetzt? Andere Ligen. Ich glaube, andere Ligen war es jetzt nicht gewesen. Das ist Quatsch. Tabellen. Genau. Champions League. Okay. Oh, jetzt hat uns sogar Amsterdam überholt und Rom ist unten. Eieiei. Jetzt geht es dann nochmal los. Zwei Spiele. Wir müssen nochmal gegen Ajax Amsterdam müssen wir, glaube ich, nochmal ran. Und Rom muss gegen Real, glaube ich, nochmal ran. Wenn ich mich nicht irre. Ne, ich irre mich ja immer gerne mal. Das wisst ihr ja. Gucken wir mal ganz kurz im Kalender. Nee, unser nächstes Spiel. Doch, das war ja schon gewesen. Unser nächstes Champions League. Doch, habe ich doch richtig gesehen. Unser nächstes Spiel ist gegen Ajax Amsterdam. Wollen wir hoffen, dass wir das so meistern. Aber sie haben sich richtig gut angestellt gegen Rom. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal eine Aufstellung machen, wie wir gegen die Wölfe spielen. Und lasst auch einen Kommentar da zu den Gameplay-Einstellungen, die wir bei der CPU vorgenommen haben. Bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein.